möchte heute mit euch über etwas sprechen, worüber ich schon zweimal gestolpert bin, aber jetzt habe ich es mitgenommen. Natürlich musste ich es zum ersten Mal kaufen, um darüber zu sprechen. Und zwar sind es diese Rittersport-Schokowürfel. Ihr kennt die auf jeden Fall alle, also die standen mitten im Real und ich habe gedacht, okay, nimmst du mal eine Packung mit. Die hier, die kosten 1,99 und da sind drin 176 Gramm, das heißt 22 Stück. An sich keine schlechte Idee, die so zu verpacken, als ob man gleich ein kleines Geschenk hätte. Man könnte das mitnehmen zu seinem Besuch, wo man auch immer hingeht. Also an sich eine gute Sache auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick, muss ich sagen, finde ich es nicht so gut. Ich sage euch auch warum. Und zwar ist es so, dass jeder einzelne Schokowürfel einzeln verpackt ist. Und das ist eine Sache, die ich nicht besonders gut finde. Was ich natürlich auch bei anderen Produkten nicht gut finde. Bei manchen Sachen ist es ja so, man braucht eine einzelne Verpackung, zum Beispiel ein Teebeutel, ja. Da sage ich auch nichts, wenn es auch Papier ist, was natürlich wieder biologisch abzubauen ist. Das kann man verkomposten, was auch immer. Bei diesen Schokowürfeln bin ich aber kein Freund davon, weil es eben einfach so ist, dass das nicht nur Papier ist. Ich weiß nicht, inwieweit das abbaubar ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett abzubauen ist, weil da bestimmt auch Plastik dabei ist. Das ist nicht so ein Papier wie eine normale Papiertüte, sondern da ist schon Folie, Kunststoff, irgendwas mit dabei. Also ich lasse mich gerne von der Firma Ritter eines Besseren belehren. Ich hoffe, es ist so, dass man das 100% abbauen kann. Wenn es so wäre, dann würde ich sagen, es ist eine gute Sache, ein schönes Mitbringsel. Schmecken tut's auf jeden Fall. Ich habe da mir mal schon eine Packung mitgenommen, das ist jetzt die zweite, einfach mal um das Video zu drehen. Ich habe es noch nicht aufgemacht und ich denke, die schmecken sehr, sehr gut. Aber erstens kaufe ich lieber die großen Tafeln, einfach aus dem Grund, weil die natürlich auch viel günstiger sind. Also eine Tafel mit 100 Gramm kostet um die 60, 70 Cent, wenn es im Angebot ist, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen günstiger. In dem Fall 1,99, ich habe es die Woche schon für 2,49 € gesehen. Das ist einfach zu viel. Also auch zu viel Preis, zu wenig Produkt und wie gesagt, also im Hinblick auf Recycling und so weiter, finde ich es einfach schade, dass man jeden einzelnen Schokowürfel einzeln verpacken muss. Ja, und das finde ich nicht nur bei diesen Sachen schade, sondern zum Beispiel auch bei diesen unsagbar großen Plastikschachteln, in denen es zum Beispiel Tomaten zum Verkaufen gibt. Warum stellt man nicht die Tomaten einfach in einer großen Kiste zur Verfügung und lässt dann die Leute eben in Papiertüten einpacken und es dann abwiegen? Das wäre doch zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit. Wieso geht das nicht? Da kann man sich ja dann auch 3, 4, 5 oder mehr einpacken. Mit dem Abwiegen ist es ja ganz normal wie immer. Also man kann das überall abwiegen heutzutage. Warum muss es die, um Gottes Willen, in 500 Gramm Plastikschälchen geben? Und nicht nur die Tomaten, es geht ja auch um Weintrauben, um andere Sachen, um Salat, der extra nochmal in Folie eingepackt ist. Folie ist in 100 Jahren nicht abbaubar und ich schaue sehr gern diesen National Geographic Channel. Ich weiß nicht, den kennt ihr bestimmt alle. Und da wird einem erstmal das Ausmaß dieser ganzen Umweltverschmutzung erstmal bewusst. Und ich sag mal so, als Mutter von zwei Kindern ist es mir natürlich ein besonderes Anliegen, den Firmen mal auf die Füße zu treten und zu sagen, muss das sein? Geht's nicht auch mit Papiertüten oder mit anderen Sachen? Wir haben so viele Möglichkeiten und wir haben immer die Wahl. Also es muss nicht sein. Ich zum Beispiel kaufe meine Äpfel nicht mehr, schmeckt mir einfach nicht. Golden Delicious hat keinen Geschmack mehr, sieht wunderschön aus. Vom Geschmack her wäre es wahrscheinlich auch kein schlechter Geschmack, aber ich finde, die schmecken irgendwie nach gar nichts mehr. Das Ende vom Lied ist, ich habe eine ganz liebe Kundin von mir. Im Moment versorgt die mich zweimal die Woche mit Äpfeln. Die schmecken richtig süß, aromatisch, lecker. Und da weiß ich auch, was ich bekomme. Es kostet für mich nicht mal was. Ich würde ihr gerne auch was geben dafür, aber sie verlangt halt nichts. Jetzt muss ich sagen, das ist für mich also die bessere Alternative, als da Golden Delicious, was ist denn heute los, Äpfel zu kaufen, die zwar super schön ausschauen, aber letztendlich weiß ich nicht, wie viele Pestizide sitzen auf der Schale, unter der Schale, weswegen ich die Äpfel schon immer geschält habe, gerade auch, wenn ich sie meinen Kindern zu essen gebe. Und ich finde es schade, dass sich die Industrie einfach so wenig Gedanken macht. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie sich auch Gedanken und
sie sagen sich dann trotzdem, Profit geht vor, wahrscheinlich sogar, und machen dann sowas, was ich einfach unglaublich schade finde. Ignoriert bitte mein Telefon, das ist manchmal leider so. Ich kann es leider auch nicht rausschneiden. Ja, und deswegen frage ich mich, ob das sein muss. So, also, um nochmal auf die Rittersportwürfel zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das wäre mir mal wichtig zu wissen, was ihr davon haltet. Ja, jetzt wird es natürlich auch wieder Stimmen geben, die sagen, wieso, ist doch toll, einzeln verpackt, hygienisch, bla bla bla. Aber ich denke, das muss doch auch anders zu lösen sein. Überlegt mal, ihr zahlt mehr Geld für die Packung als zwei Tafeln Schokolade kosten 1,20. Hier zahlt ihr 2,49 Euro für nicht mal 200 Gramm. Entweder haben die Leute noch zu viel Geld, das wäre das eine. Oder dann die andere Seite auch, der ganze Verpackungsmüll, der anfällt. Wenn die Schachtel leer ist, möchte ich gerne mal sehen, wie viel Müll da übrig bleibt. Und ich kann es mir wirklich vorstellen. Und es muss doch heutzutage irgendwie auch nicht mehr sein. Ja, also da wäre mir einfach wichtig, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und früher hätte ich mir wahrscheinlich darüber wenig Gedanken gemacht, weil es einfach auch hübsch aussieht, sich sehr gut verkaufen lässt. Ich verstehe da auch die Firma Rittersport. Aber was ich eben nicht verstehe, ist, es muss doch auch anders gehen. So, das war mein Video für heute Morgen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es würde mich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder zumindest mal wieder reinschaut. Und dann wünsche ich euch noch eine sonnige Woche. Bis bald. Tschüss, eure Kathi.